Anreicherungskamm her. So, Standard, da reicht. Stahlhülle, zack. Ja, damit auch mal einmal wegfressen. Ach, brauche ich ja gar nicht. Ja, gut. So, Anreicherungskammer. Upgrade, zack. Die kann man nachher gerade wieder rausnehmen. Darum können wir die jetzt ohne Bedenken reinballern. Dann läuft er ein bisschen zackiger von dann hier. So. Können wir da noch durchschieben von der Biomasse. Gut, da braucht ihr immer zwei, um eins herzustellen. Ne? Also viel kommt da nicht bei rum, aber ja. So. Sollte ja theoretisch genau aufgehen. Also wenn es dann theoretisch noch zwei Eimer wo ich hier durchschieben kann. Da und da. So. Dann sollten wir theoretisch genau auf 0 aufgehen. Brauche ich immer 100 Wasserstoff, also sollte hinhauen. So, Upgrades sind drin. Jawohl, flüssige Ethylen läuft weiterhin. Ah. Bin ich mal gespannt. Sauerstoff können wir dann gerade über den Tank rausziehen und da reinpressen und flüssige Ethylen dann einfach überflüssig Leitung. Achso, ja, siehst du, könnte ich mal hier verwursten schon in der Zeit. So. Dip, 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 dip. So. So, solange ich hier keinen selber reinschiebe, passiert noch gar nichts. Beziehungsweise ich kann den reinschieben, nur solange er noch nicht aktiv ist, passiert hier noch nichts. So, genau. Weg, dann kannst du weg. Das ganze Gewurstel kann hier weg. So. So viel Aufwand für im Endeffekt eine einzige Maschine nachher. Naja, gut. Aber es lohnt sich halt. Wir kriegen da halt massig Zeug raus. Da können wir die F-Dimension, könnten wir 24/7 durchrennen lassen, wäre egal. Also der Aufwand lohnt sich schon, muss man schon sagen. Gerade wenn man hier in großem Stile arbeiten will, oder gerade für Server zum Beispiel, da wäre sowas, wäre da richtig Taco. Da können sie richtig Gas geben mit. So, jetzt Gastank dahin raus. Schieb das jetzt rein. Rein damit. Sauerstoff. Achso. Seitenkonfig. Output. Ah, da. Sauerstoff ist drin. Flüssigethylen. Aber was ist denn jetzt schon wieder? Flüssigkeiten. Input links, ja. Items haben wir nicht, Energie ist egal, Gase sind rechts. Warum? Oder fährt er jetzt gerade im Kreis? Nö. Seitenkonfig, Flüssigkeiten. Ja, Flüssigkeit. Warum? Flüssigethylen. Warum zieht er das nicht raus? Der hat eine feste Seite, wo man was rausziehen muss. Also, es geht nur in eine Richtung. Ich glaube aber, das ist die falsche. War er doch falsch rum dran. Ah. Dann wundert es mich aber, dass er funktioniert hat. Normalerweise hätte das nicht gehen dürfen. Ich habe Gas auf die falsche Seite gesetzt gehabt. Das hätte eigentlich nicht gehen dürfen. Naja, gut, egal. So, jetzt schieben wir mal einen da rein. Der zieht aber Strom. Wie viel verbrät er dafür? 10 Sauerstoff und wahrscheinlich 100 flüssig. Vermute ich mal. Ah, 50. Okay. 400 RF. Okay. So. Und der macht jetzt dann aus 3 in eine Platte. Sehr gut.
Na, dann kriegen wir doch ein paar Solarmodule zusammen, gut. Dann lohnt sich der ganze Aufschmiss ja doch. Sehr schön. Okay. Also lohnt sich das Ganze doch. Wir kriegen ja jetzt am Ende doch ein bisschen was raus. Das ist dann in Ordnung. Da ist halt nur Panik, dass es am Ende für die Katze ist dann. Ja, das kriegst du irgendwie nur drei Platten oder so raus, weiß ich nicht. War ich jetzt nicht unbedingt scharf drauf. So, wie sieht's denn aus? Die sind fertig. Hatten wir hier noch was drin? Ja. So. Ups. Der ist erledigt. Kann man wieder mitnehmen. Der ist leer. Können wir mitnehmen. Ich pack ständig meine Sachen. Wie diese Aufräumkrankheit. Das ist doch Wahnsinn. Kannst du keinem erzählen hier. So, weg. So, können wir alles mitnehmen. Und schon ist wieder sauber. Sehr schön. Strom hat er noch. Ist auch fleißig am Pellets zusammenquetschen. So. Du, gib mal Jas. So. Macht er das 1 zu 1? Wenn er mich... Oh, geil. Haha. Da können wir Neutronenaktivatoren zusammenschrauben. Finde ich sehr gut. Ich möchte nämlich so viele wie es geht hinbasteln, weil wir doch eine ganze Menge an Zeug brauchen werden. Und die haben einen entscheidenden Nachteil. Die funktionieren ausschließlich nur, wenn Sonnenlicht da ist. Das ist ein bisschen das Problem dabei. Rezept. Oh, muss mich verarschen hier. Elite. Ne, ich wollte das Vorrezept haben. Den da. Fortgeschrittenen haben wir doch. Ja, dann bauen wir einen hier, komm. So. Dann. Fortgeschritten. Also das ist dann der Elite, den haben wir ja eingestellt. So, ein Elite. Zack. Solarneutronenaktivator. So. Ich will Rezept. Bevor das ganze Zeug 50 Mal bauen müssen hier. So, Stahlhülle. Haben wir auch. Kriegen wir hin. Das kriegen wir gerade noch gebacken. So. Sehr schön. Oh, mal gucken. So. Wie viel könnten wir denn basteln? Kriegen wir 20 hin. Ja, die Platten fehlen, das ist klar. Die sind wir noch am Herstellen. Wir würden 20 hinkriegen, tatsächlich. Verstärkte Legierung, das ist das kleinste Problem. Legierung. Stapel, dann Stapel Diamanten. RF-Dimension haben wir noch. Also, wir können jederzeit wieder Nachschub besorgen. Ich werde später eh mal mich hinsetzen, ein paar Endersteinbrüche craften. Und dann die Endersteinbrüche mal in den ganzen F-Dimensionen verteilen, mit Endermarkern versehen und so weiter und so fort. Und da einfach mal Queries überall dran, ja, Ender-Queries halt dran kleben. Die laufen dann einfach mal eine ganze Weile. Da kriegen wir halt teilweise nicht so viel raus im Endeffekt an Menge. Aber wir könnten ja auch Glücks-Upgrades dran ballern, überall so nach und nach. Ja, da haust du dann Glück 3 Upgrade ran und fertig. Die kann ja langsam laufen, ist ja egal. Hauptsache man kriegt viel raus dann. Dann geht das schon. So. Machen wir hier mal kurz den und den. So, dann könnte man da schon 20 Stück bauen. Das finde ich natürlich mega knorke jetzt. Das ist geil. So. Platten, ja, haben wir. Dann können wir noch mehr wie 20 bauen. Das ist natürlich pornös. So. Wo kriegen wir ein paar raus? Ja, das ist gut. Wunderbar. So. Kondensentrator. So. So, für die ganze Maschinerie hier mache ich aber keine eigene Anlage. Die laufen alle direkt über den Core dann. So,
Jetzt ist wieder Frage der Fragen. Wo ist die richtige Seite? Der dicke Anschluss ist Flüssigkeit. Er sitzt ja genau falsch rum. Und können wir einfach drehen. So. Das Lithium müssen wir nämlich in Gasform verwandeln und dann zu den Neutronenaktivatoren schicken, die daraus dann Lithium gewinnen. So. Hier sind Legierungen. Zack. Solarneutronenaktivatoren. Ey, halt 20 hat man gesagt. Erstmal. So. Die kriegen wir gebastelt. Zack, gib ihm. So. Upgrades. Machen wir mal für 5 Anlagen. Passt. Kondensator. Einen haben wir noch. Also nochmal 3. Ich mache jetzt erstmal 5 Stück hin. Hellblaues Glas. Was sind denn mit hellblauem Glas? Ach, ich glaube, da das Rezept mit hellblauem gespeichert. Warte mal. Brauchen wir ja gar nicht. No? Oder braucht er da unbedingt hellblaues Glas für? Nö, irgendein Glas. Ach, oder muss das gefärbtes Glas sein? Das kann jetzt natürlich sein. Ziemlich klares Wirbel. Grünes, gemeißeltes. Dann, warte mal, dann machen wir das anders da. Ziemlich klares Glas. So. Sand. Was ist das? Ne, Sandstein. Ich wollte Sand da. 1, 2, 3. Wenn ich das durch die Legierungsschmelze baller. Das ist. Ah, ist egal wie rum. Gut. 3 ergibt 3. Dip, dip. Und dit. So, dann machen wir einfach ein Rezept dafür. Dann kann ich den nämlich auch überschreiben. Dann nehmen wir einfach ziemlich klares Glas. Das kriegen wir nämlich leichter hergestellt. Was ist denn? Ziemlich klares Glas. So. Dann updaten wir das Rezept einfach. Das ist ja das Schöne. Das kann man ja zum Glück machen. Legierungsschmelze. Darum baut er die Bänke nie fertig. Jetzt weiß ich warum. Schon gewundert, warum denn nie die Bänke, die Ender, jo, 25 Mio RF Bänke, warum man die nie fertig baut, jetzt weiß ich wieso. Das Rezept war die ganze Zeit falsch drin. Kann nicht lange warten. Habe mich immer gefragt, warum man nie die hier die 25 Mio RF Bänke, warum man die nie fertig baut, jetzt weiß ich wieso. Das Rezept war im Falschen drin. Natürlich klar. Ja, siehst du, funktioniert doch wunderbar. Da er sie immer dreierweise herstellt, haben wir das auch ganz schnell. Zack, fertig. Halt wieder nicht stackbar, aber ist egal. So, ultimative Kabel. Nehmen wir mal ein Stack mit. So, was wollte ich noch? Upgrades. Mal alle fertig. Ja, die Stapler nur achterweise, weil sie nur achterweise in die Maschinen reingehen. So, wie ist. Pff, das ist jetzt stromtechnisch am blödsten. Warte mal. Wo hängst du gerade dran? Müssen wir eh noch alles. Lithium-Tech. Ah, guck mal. Lithium-Tech. Ach, das ist das, glaube ich, hier, ne? Aber ich habe, glaube ich, keinen Tesserakt mehr. Gut, müssen wir mal kurz einen befüllen, aber das ist ja das kleinste. Kleinste Schwierigkeit. So, jetzt kleben wir die erstmal dahin. Warte mal. Da. So. Theo und auch Rhetisch sind wir jetzt richtig rum. Ich tausche das mal eben kurz aus und dann ist mit der Verdrahtung leichter. Zack. Können wir mich gerade hier auf die Seite alles entlang ziehen. So, warte mal, das können wir mal machen eben. Zack. Energie ist ja kein Problem, also. Pff.
Jetzt haben wir noch flüssigen Sauerstoff drin. Super, soll ich denn damit? Dass man das nicht dampfen kann, dass man nicht einfach leer machen kann, das ist ein bisschen nervig. Nur kurz alle umstellen. So. Upgrades und Upgrade. So. Was mache ich jetzt mit dem flüssigen Sauerstoff? Sauerstoff hier. Sauerstoff ist ein Gas. Dann können wir einen Gastank rausholen. Warte mal. Dips und Dips und Dips. So, genau. Dann ziehen wir das einfach darüber raus. Und gut ist. So, Strom. Und ich schätze einfach. Wobei, warte mal. Nee, den Puppen war da rein. Kann ich hier nämlich schön die Kabel drunter verstecken. Wir brauchen ja noch ein paar Geräte, wo auch Strom brauchen. Dann können wir das schön alles drunter da verstecken. So, zack, komm ich da hin? Na, verdammt. Ich mach's immer komplizierter, wie es sein müsste, aber egal. So, wir hängen uns mal nicht an Kleinigkeiten auf, ne? Also, so. Zack, dann stopfe ich hier einfach den Tesseract rein und gut ist. So, einen Eimer Ender brauchen wir. Haben wir genügend da. Halt so rum. Ender haben wir genug im System von einem Reaktor. Zur Not, wir haben auch Perlen, wir haben eine Welt für ein resonantes Ender. Das ist alles kein Problem. Ich wollte hier rein. Ender, zack. So, dann. Der Rahmen. Tesseract-Rahmen, genau. So, die Verdrahtung, das machen wir nachher alles sauber. Ich muss ja jetzt erstmal die ganze Anlage auch aufbauen. Kann ja sein, dass wir noch einiges umbauen müssen nachher. Darum, wir basteln jetzt erstmal, gucken erstmal, wie wir das alles hinkriegen soweit. Ob das überhaupt alles so umsetzbar ist und so weiter und so fort. Deswegen, da mache ich mir jetzt noch nicht verrückt. So, ein Tesseract. Zack, wunderbar. So, Kabel haben wir dabei. Fluidukt. Warte mal. Nee, da brauchen wir eigentlich keine durchsichtigen. Das ist Quatsch. Zip, gib mal ja hier so. Gut. Zump. Ah, Stück zu weit. Tesseract. So. Lithium Tag. Energie nur empfangen. Gib ihm. So, Maschinen alle geladen. Der macht weiter. Ist schon fertig. Süße. Bei dem Gastank haben wir nämlich den Vorteil. Kann man einfach ausschütten. Erledigt. So, jetzt sind wir das Zeug nämlich los. Da, 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 da. Da, da. So. Hier bräuchte ich jetzt ein Power-Servo. Nee. Der muss richtig rausschwarten können, denn die geben gleich richtig Gas, die Maschinen. Servo. Kriegen wir da einen gebastelt? Was fehlt denn da? Gehärtetes Glas und Enderium. Enderium können wir basteln. Einmal. Und gehärtetes Glas. Einmal. So, das kriegen wir hin. Enderium dauert wieder eine Weile. Ich muss mal eine zweite Legierungsmesse da dran kleben. Ich werde das jetzt mit dem neuen ME-System eben ein bisschen anders machen alles. Denn wenn wir da mein größeres Stile craften, das dauert dann halt doch eine ganze Weile, ne? Gerade Enderium und so Sachen, Signal und die brauchen halt eine Weile, bis sie durchgeschmolzen sind. Immer ein bisschen nervtöten, wenn man dann hier ständig warten muss. Also auf die Rezepte, ich meine. So, wir haben Zeit, das eilt nichts. Nur, wenn ich dann halt was passen will, weil dann fängst du wieder 5 Baustellen an, weißt du? Und dann. Nee. Gib ihm, so. Schon Rense. So, die machen jetzt aus Flüssiglithium Lithium. Jetzt schrottet sie eben mal kurz einen Tank leer. Jetzt füllt sie natürlich erstmal alle auf. So, Lithium ist jetzt ein Gas, das heißt, ich brauche Gasleitungen dafür. Zack. Dafür würde ich jetzt aber gerne. Da können wir jetzt mal eine neue Rezeptserie einstellen. Und zwar gibt es hier Gaskabel auch von Mechanism. Die haben halt den Vorteil, die sind auch wieder hochstapelbar. Also
gibt es immer höhere Stufen. Universale Energie.